wir beginnen mal, ich habe mir das, die Freiheit herausgenommen, mit ein paar Fragen zu beginnen und dann möchten wir nachher auch Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Sie können sich schon eine ganz kluge Frage überlegen, mit der Sie sich da in diesem doch sehr prominenten Raum profilieren oder eben anderweitig exponieren können. Wir haben noch ein bisschen Zeit dafür, 10, 20 Minuten, aber wir kommen dann ganz sicher zu Ihnen. Wenn wir Herrn Jeni zugehört haben, dann, wenn wir die Wettbewerbsrechte hören, die Transparenz, Öffentlichkeitsrechte, die Beschaffungsrechte, dann habe ich manchmal das Gefühl, alle erzählen von einem Film, aber jeder schien ein bisschen in einem anderen Film gewesen zu sein. Ja, der eine erzählt mir von einem wirklich romantischen, ganz positiven Märchen der Transparenz, so mit Melanie Winiger in der Hauptrolle, während vielleicht bei den Wettbewerbsrechten handelt es sich eher um eine Kinderorgie mit Uma Thurman, beides gute Schauspielerin, wollen heute nicht darüber urteilen, aber irgendwie gehen offenbar die Wertungen der Transparenz als gut an sich ein bisschen auseinander, je nach Sichtweise. Ich hoffe, wir können heute ergründen, weil wir haben Stakeholder wirklich von jeder Sichtweise, glaube ich, heute am Tisch, von der Finanzkontrolle über Öffentlichkeit, Datenschutzrecht, Anbieter, Wettbewerbskommission und eine der wichtigsten schweizerischen oder die der wichtigsten schweizerischen Beschaffungsstelle vom BBU. Eigentlich sind diese verschiedenen Wertungen etwas erstaunlich auf Anhieb, weil wir sagen ja immer so, gebetsmühlenhaft, Beschaffungsrecht und Wettbewerbsrecht, das sind Schwesternwissenschaften. Ja? Schwesterndisziplin, das hat man inzwischen auch in der WEKO, sieht man das so. In Deutschland kommt diese Verbundenheit viel näher zum Ausdruck. Dort sind die Disziplinen im gleichen Gesetz geregelt. Wir haben noch ein bisschen das Gärtchendenken, ja, das Beschaffungsrecht den Baujuristen und das Wettbewerbsrecht den Wirtschaftsjuristen, beides sind öffentlich-rechtliche Disziplinen, die ganz in engem Austausch stehen. Trotzdem kommen wir unter den beiden Hüten Wettbewerb und Beschaffungsrecht nicht ganz zu den gleichen Resultaten. Und wir beginnen, oder? Ich habe nicht so ein schönes Zitat wie Marco Fetz, aber ich habe einen anderen John gefunden, nicht den John Silverman, sondern John the Baptist. John the Baptist, auch bekannt als Johannes, er hat geschrieben, oder? Wer Arges, aber nicht frei damit etwas bibeltreu zitiert, wer Arges tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht oder ans Licht, damit seine Werke dort nicht bestraft werden. Ja, also wer das Licht fürchtet, so heißt es in einem verschütteten Tempel in Sizilien, wer das Licht fürchtet, fürchtet die Wahrheit. Brauchen wir, und ich darf ich mit ein bisschen genderwidrig mit Hans-Peter Thür beginnen, Astrid, wir kommen nachher gleich zu dir, darf ich mit Hans-Peter Thür beginnen, brauchen wir im Beschaffungsrecht mehr Licht? Und wenn ja, wie könnten wir das machen? Vielleicht ein Wort, Sie kennen alle Hans-Peter Thür natürlich, er ist Fürsprecher, hat praktiziert lange auch, ist ein Praktiker, bevor er eine politische, sehr erfolgreiche politische Karriere durchlaufen hat und dann zuerst zum Datenschutzbeauftragten und seit ein paar Jahren nun auch Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Über den Namen, das EDÖB, das müssen wir mal sprechen, das ist immer ein bisschen umständlich, aber bekannt. Danke vielmals, dass Sie Zeit gefunden haben, Herr Kollege, heute bei uns zu sein. Brauchen wir mehr Licht und Transparenz im Beschaffungswesen? Haben Sie in Ihrer Praxis damit zu tun? Ja, sehr geehrter Institutionsleiter, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, hier in einem doch komplexen, das haben wir nach dem Referat von Herrn Jeni ja auch wirklich begriffen, in einer sehr komplexen Materie einige Überlegungen anzustellen. Braucht es mehr Licht, haben Sie gefragt. Ich bin der Auffassung, dass jetzt aus meiner Perspektive, Sie haben ja von den verschiedenen Filmen gesprochen, ich erzähle jetzt meinen Film. Aus meiner Sicht haben diese beiden Gesetze, die für uns relevant sind in diesem Zusammenhang, wenn ich von uns spreche, ich als Zuständiger für die Durchsetzung des BGÖ, des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip, haben wir eigentlich genügend
Instrumente, um sachgerecht auch mit dem Hinblick auf die Überlegungen von Herrn Jenny eben die Transparenz richtig anzuwenden. Wir haben das Beschaffungsgesetz, dort hat es eine Reihe von Bestimmungen, die garantieren, dass während des Verfahrens selber Grundsätze eingehalten werden, die garantieren, dass eben die Transparenz nicht genau zum Gegenteil führt, wie Herr Jenny ausgeführt hat. Wir haben dann die Situation nach Beendigung des Beschaffungsprozesses, wo beispielsweise ein Bürger, ein Interessent, irgendjemand, die Verwaltung, die öffentliche Verwaltung mit einem Gesuch bei uns, mit einem Gesuch zur Offenlegung gewisser Dokumente eben Transparenz herstellen kann. Und auch in diesem BGÖ gibt es eine Reihe von Bestimmungen, die garantieren, dass eben die Transparenz nicht sich ins Gegenteil verkehrt, indem beispielsweise eine ganze Reihe von Ausnahmebestimmungen zur Anwendung kommen, in diesem Zusammenhang wichtig, dass das Geschäftsgeheimnis. Also wenn ich jetzt aus der Praxis diesen Gesetzeskanon miteinander vergleiche, dann denke ich, dass hier eine Vorstellung der Transparenz gesetzgeberisch gefasst ist, die aus meiner Sicht mögliche Missbräuche ausreichend in den Griff nimmt. Punkt. Vielen Dank. Wenn wir gleich zu Herrn Uissou gehen können. Herr Uissou wurde Ihnen schon vorgestellt. Wir dürfen Herr Uissou, glaube ich, sagen, Sie sind vom Bundesrat inzwischen ernannt, ab nächstem Jahr als Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Das Parlament, das gehe ich davon aus, eine Formalität, wird das noch absegnen. Das dürfen Sie so nicht schreiben, aber wir gehen trotzdem davon aus. Herzliche Gratulation zunächst. Herr Uissou ist Ihnen sicher auch bekannt. Er ist kommt eigentlich vom Steuerrecht, hat studiert in Genf, dazwischen eine Segelschule betrieben. Er ist ein begeisterter Segler, glaube ich, heute noch. Das braucht man wahrscheinlich ein bisschen Sportlichkeit in dieser Branche. Und heute leitet er die Eidgenössische Finanzkontrolle. In diesem Zusammenhang von den vielen Aufgaben gehört auch eine Gesetzmäßigkeitsprüfung im Rahmen des Beschaffungsrechts. Und nun, Herr Uissou, darf ich Sie auf Deutsch, Sie können auf Französisch antworten. Je vais répondre en français, mais je préfère vous demander en allemand, si ça va. Welche Rolle spielt die Transparenz und die Informationen, die Sie über diese Kanäle halten, für Ihre Tätigkeit in der Finanzkontrolle, soweit Sie auf das Beschaffungswesen und dessen Kontrolle begrenzen? Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour cette question. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Et puis, comme j'ai entendu qu'en Suisse, il n'y a personne qui comprend le français. Raison pour laquelle les intervenants sont priés de s'exprimer en anglais. Ich werde sogar für die Antwort umschalten, sodass mindestens die Mehrheit versteht, was ich sage. Aber ich finde es wahrscheinlich wichtig, dass auch ein Belgier am Podium sitzt. So von daher danke. Ja, die Transparenz für die Tätigkeit der EFK, um Ihre Frage zu beantworten. Wir brauchen diese Transparenz nicht für unsere Tätigkeit. Wir haben Zugang zu allen Informationen. Wir brauchen keine Transparenz, um zu prüfen und Revision zu machen. Ich glaube, für uns die Transparenz ist mehr eine Anordnung. Gut. Die Transparenz wäre mehr eine Maßnahme, die eigentlich eine gewisse präventive Wirkung haben könnte. Ich glaube, das Feld von Transparenz ist in Entwicklung. Ich denke, wir müssen auch unterscheiden zwischen Transparenz für Privatpersonen, juristische Personen und für öffentliche Verwaltung. Ich glaube, für öffentliche Verwaltung ist es unbeschritten, man geht in Richtung mehr Transparenz. Und was wir beobachten, ist, was für die juristische Person, die Firmen, geht man auch in Richtung mehr Transparenz. Vor noch 10 Jahren gab es keine schwarze Liste von Fluggesellschaften, die gefährlich sind. Heute sind sie publiziert. Wir gehen wirklich auch in diesem Bereich mehr Transparenz. Es gibt Länder, da haben sie schwarze Liste von Firmen, die mit Korruption zum Beispiel Problem hatten, und das ist öffentlich und das stellt kein Problem. Es braucht nur eine gesetzliche Grundlage. Ich
Ich glaube, für die Finanzkontrolle, was wir befürworten würden, ist einfach, ganz einfach pro Amt eine Liste von den Firmen, die Aufträge, die sie bekommen haben und die Volumen, die Summen, die sie bekommen haben für den Auftrag. Also drei Informationen, das ist keine große Volumen, aber das erlaubt auch die Hoflieferanten zum Beispiel zu identifizieren. Das erlaubt auch zu sehen, welcher Bericht zum Beispiel bestellt worden ist, um nachher die Veröffentlichung irgendwie zu beauftragen. Das erlaubt auch über die ganze Geschäftsführung eine gewisse Kontrolle zu haben. Ich glaube, das würde auch, besonders für die Geschäfte, die unter den Schwellenwert sind, das würde eine präventive Wirkung haben, wenn man merkt, dass gewisse Firmen Jahre nach Jahre immer bei 210.000 Franken Aufträge bekommen, wird nie publiziert. Wenn man das summiert, kommt man weit über die Million und das ist heute gar nicht transparent. Ich glaube, das Problem von Beschaffungsverfahren heute, es ist ein bisschen zu stur. Ich muss ehrlich sagen, es ist nur eine Phase und das ist die Ausschreibung und das ist nur gewisse Geschäfte, das heißt die Geschäfte über den Schwellenwert. Ich finde, man könnte es vielleicht einfacher machen, aber breiter wäre wahrscheinlich wird. Aber da sind wir bei Agilität auch. Vielen Dank. Also ihr seid sicher nicht verschiedener Meinung. Ich glaube, wir haben zwei Worte gehört für den Wert der Transparenz aus zwei verschiedenen Worten. Ich denke vor allem aus Ihrer Worte die Korruptionsbekämpfung auch und die Abhängigkeiten, die man aufbrechen möchte. Nun, der Ruf nach Transparenz kommt zuweilen auch von Anbieterseite. Und darum sind wir ganz sehr glücklich, dass Astrid Blechschmidt bei uns ist. Astrid Blechschmidt, die heute Head of Sales, einen deutschen Titel gibt es glaube ich nicht, Head of Sales System Integration bei T-Systems Schweiz ist. Frau Blechschmidt ist seit gut drei Jahren bei T-Systems und hat dort zu Beginn den SBB-Account betreut, heute eine Reihe weiterer. Sie hat große Erfahrung mit öffentlichen Ausschreiben im IT-Bereich. Wenn wir ein bisschen das aufteilen, vielleicht nützt es, dass wir die Transparenz mal anschauen, bis und mit Zuschlag und dann die Transparenz später. Ja, das sind ja offenbar zwei Themen. Hinten raus haben wir gelernt, wird es immer ein bisschen heikler, je später wir sind. Und das Bedürfnis vielleicht auch nicht mehr gleich dringend. Wie beurteilst du, Astrid, Transparenz, wie sie heute geboten wird zum Zuschlagszeitpunkt? Dort haben wir ja GPA-konform veröffentlichen wir den Zuschlagsempfänger, den Preis oder ausnahmsweise oder alternativ den höchsten und tiefsten Preis. Viel mehr gibt es nicht, eine summarische Begründung auf Anfrage und dann könnt ihr euch beschweren, mal ins Dunkle hinaus oder vielleicht am Debriefing erscheinen. Wie ist die Sicht der Anbieter bei der Transparenz beim Zuschlag? Gerne, danke, dass ich die Chance habe, hier die Anbieter zu vertreten. Tatsächlich hat das Thema Transparenz eine andere Dimension noch für uns. Also eine, die aus meiner Sicht in eine ganz andere Richtung geht, nämlich in die, dass ich eine Nachhaltigkeit für unsere Investitionen schaffe. Also Thema Üben mit GATT-WTO-Ausschreibungen oder öffentlichen Ausschreibungen. Und vielen von uns Anbietern geht es so, dass wir uns sehr, sehr wohl immer überlegen, ob wir bei diesen Ausschreibungen mitmachen. Und es eben sehr, sehr viel Geld kostet, gerade diese großen Ausschreibungen. Und wir abwägen müssen, ob wir bei den Ausschreibungen mitmachen. Haben wir uns denn einmal entschieden, bei den Ausschreibungen mitzumachen, ist es ein Invest mit sehr, sehr viel Geld und den wir natürlich auch vertreten müssen gegenüber unserem Management. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, was passiert denn da und was ist die Basis der Entscheide. Und deshalb hat die Transparenz einmal den Aspekt, dass wir die Bewertungskriterien kennen müssen und die am liebsten so transparent wie möglich gerne hätten. Und auf der anderen Seite, das Hans-Rührdi, was du sagst, bei dem Zuschlag natürlich auch zu lernen, was ist denn der Grund, weshalb der eine oder der andere oder wir gerade den Zuschlag bekommen haben. Und da ist die Transparenz, je besser, desto gut, weil wir natürlich unsere Chancen in der nächsten Ausschreibung erhöhen möchten, eine Lessons Learned daraus haben wollen und natürlich, was ich zu Eingang sagte, den Invest rechtfertigen möchten und auch den Invest in die Zukunft. Und das ist der Treiber, der für uns bei dem Thema Ausschreibungen und Transparenz das Wesentliche ausmacht und für uns Thema Debriefing ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist, auch dann, wenn wir Deals gewonnen haben. Wir wollen daraus lernen, was machen wir beim nächsten Mal
richtig oder besser oder noch besser. Und von daher hat es bei uns genau in die Richtung gehend eine Bedeutung. Also am Schluss sagst du aber, als ich, wie es heute praktiziert wird, wie die gesetzlichen Voraussetzungen auch, wie das die großen Beschaffungsstellen nicht nur im Bund, auch in den Kantonen machen, die Briefings sind ja verbreitet, finden wir eigentlich überall. Bist du zufrieden? Es ist nicht so, dass du zu wenig Informationen hättest. Also die Möglichkeit gibt es und die nutzen wir auch ganz exzessiv. Deshalb an der Stelle sind wir sicherlich zufrieden. Was wir aber feststellen ist, dass die ausschreibende Beschaffungsstelle, also eben die Firma, die ausschreibt, qualitativ sehr unterschiedliche Ausschreibungen an den Markt gibt, unabhängig davon, ob es eben über die Beschaffungsstelle geht. Und das ist etwas, was wir gerne hier in die Runde mit einbringen wollen, nämlich tatsächlich eine unterschiedliche Qualität und Tiefe in den Ausschreibungen, wo wir einfach sehen, sei es der Vertrag, der auf die Ausschreibung genau gemünzt ist oder ganz entgegengesetzt Ziele verfolgt, wo wir einfach sehen, Fachbereich und Bedarfsträger sind schlecht abgestimmt und wir als Anbieter machen es in der Ausschreibung aus. Und das ist aber ein anderes Thema als das der Transparenz über zu sehen, wie bewertet worden ist, aber hat natürlich was mit der Beschaffung zu tun. Das wäre ein Kritikpunkt. Vielen Dank. Ich glaube, die inhaltlich etwas unscharfen Ausschreibung, das heißt agile Beschaffung, habe ich gelernt. Damit muss man wohl leben lernen nach den Referaten. Darf ich, jetzt nehme ich die Sicht natürlich Wunder der Wettbewerbskommission neben mir, sitzt Frank Stüssi, Vizedirektor im Sekretariat der WEKO. Er ist dort zuständig für die Untersuchung von unter anderem allgemeinen Wettbewerbsbeschränkungen, aber spezialisiert auf Submissionskartelle. Da haben wir ja im Tiefbaubereich. Im Moment seid ihr, glaube ich, in Graubünden etwas aktiv geworden und auch andernorts viel Aktivität gesehen. Wir haben gesehen und gehört von Professor Jenny, Transparenz kann natürlich in Extremfällen zu koordinierten Verhaltensweisen, kann auch zum Preisaustausch führen, das wollen wir überhaupt nicht, wettbewerbsrechtlichen Preisaustausch. Wie beurteilt ihr Transparenz, wie sie heute praktiziert wird? Haben wir ein Manko, soll das weiter ausgebaut werden? Auch von meiner Seite ein Willkommen. Ich komme aus dem 0850-Bereich, wie Marco Fetz gesagt hat, aus dem Bereich Bau, nicht der Edelmarkt IT. Dafür haben wir, müsste ja Jenny dem Floor schon etwas geben. Aus ökonomischer Sicht ist Transparenz grundsätzlich positiv zu beurteilen, ist aber ein Stück weit ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat Transparenz sehr viele Vorteile. Es ist die Voraussetzung für gute Beschaffungsergebnisse, aber auch eine für Abreden für Kartelle. Vorteile. Wenn ich nicht weiß, was ich einkaufe, wenn ich keine Ahnung über die Dienstleistung das Produkt habe, kann ich nicht gut einkaufen. Oder Transparenz über den Beschaffungsprozess. Ist transparent, wie die Beschaffungsstelle einkauft? Ist der Dialog, den Marco Fetz erwähnt hat, ist der transparent gestaltet, sodass alle interessiert und verfolgen können, was ist das Frage-Antwort-Spiel? Hier gibt es ganz viele positive Punkte. Oder auch ist überhaupt transparent, dass ausgeschrieben wird? In einem Einladungsverfahren sind es 3, 4, 5 Firmen, die ich einlade. In einem öffentlichen Verfahren ist die Transparenz eine andere. Viel mehr Information, mehr Teilnehmende, weniger Kollusion. Und dann gibt es den anderen Teil, das ist die Transparenz, die Abreden erlaubt. Zum einen, wahrscheinlich im IT-Bereich weniger relevant, aber erlaube ich gemeinsame Begehungen statt gestaffelt, lasse ich zu, dass sich die interessierten Unternehmen kennenlernen können oder nicht. Oder es gibt von verschiedenen Baumeisterverbänden Plattformen, die sie betreiben, bei welchen man sich anmeldet, wenn man für eine Ausschreibung interessiert ist. Lässt man so etwas zu oder nicht? Vor Eingabefrist natürlich. Das heißt, die Beschaffungsstellen stehen dort in der Verantwortung, nicht diese Transparenz vor der Vergabe herzustellen, wer ist interessiert. Auch selektives Verfahren. Erste Runde, Präqualifikation ist durch. Schaffe ich Transparenz bezüglich der interessierten Personen oder nicht? Unseres Erachtens nein. Jetzt, um noch auf Johannes zurückzukommen, braucht es mehr Licht. Die Erfahrung
zeigt, dass dort, wo Verfahren dokumentiert werden, Rekursmöglichkeiten bestehen, mehr Transparenz geschaffen wird und so auch das Risiko, zumindest von Korruption, eher geringer ist. Das wiederum würde dafür sprechen, dass man tendenziell eher selektiv offen ausschaut, weniger freihändig oder in Einladungsverfahren vergibt oder aber auch bei freihändigen Vergaben oder Einladungsverfahren gewisse Dokumentationsvorschriften macht oder eben Einsichtmöglichkeiten erlangt, ja, Herr Thür. Vielen Dank. Also im Moment sind wir fast noch ein bisschen erstaunlich einig. Wahrscheinlich flüchtigt sich das dann, wenn wir ein bisschen zu den Details gehen. In den Grundsätzen ist es immer einfacher als in den Einzelfragen. Wenn ich eine dieser Einzelfragen, Marco, ich muss dich nicht mehr einführen, du bist bereits eingeführt worden und hast dann bereits referiert heute. Danke auch, dass du nochmal dazu gestoßen bist. Du bist ein bisschen gelöchert worden heute. Wir wollen das nicht anders halten. Ein Thema, ein bisschen zurück in der Ausschreibung, Offertöffnung. Ja, da haben wir ja in den Kantonen das zeremoniell, das ganz unterschiedlich allerdings abgespult wird, der öffentlichen Offertöffnung. Ja, kommt zusammen, der Anbieter, nur Gesamtpreise, ja, aber der Anbieter hat diesen Preis, dann prüft man es und nimmt es mal zur Kenntnis. Der Bund macht es nicht. Weshalb nicht? Auch transparent, oder? Würde man auch ein bisschen was preisgeben? Transparenz ist in der größtmöglichen Dimension sicherzustellen. Das ist auch im Interesse der Vergabestelle. Eher noch weiter, wenn möglich. Dann muss man unterscheiden während dem Beschaffungsverfahren und Beschaffungsverfahren übergreifend. Hier geht es um die Frage, im einzelnen Beschaffungsverfahren soll man die Offertöffnung öffentlich machen. Und da geht es in die Diskussion von Herrn Jenny, wo angetönt hat, dass in engen Märkten durchaus die Frage sein kann, ist es da gut, wenn da alle wissen, was die Preise der anderen sind und zusammen an einen Tisch kommen. Beim Bund sind Verhandlungen möglich. Das heißt, nach der Offertöffnung sind Verhandlungen möglich. Jetzt können Sie sich das konkret vorstellen, wir machen eine öffentliche Offertöffnung, alle kommen an den Tisch, alle sehen, wer da ist. Und dann können Sie gleich noch den Tisch im Restaurant bestellen. Es ist also ein Hin und Her zwischen Transparenz, aber auch Vertraulichkeit der Daten, die wir bekommen von den Anbietern. Also wir müssen hier, uns wäre es insofern relativ egal, alles zu sagen, was ihre Preise sind und wer hier ist und was genau sein Angebot ist. Aber irgendwo müssen wir und wollen wir auch die Vertraulichkeit offerten, respektieren, auch mit der Diskussion von heute Morgen im Dialog. Wir können nicht einfach alles, was uns einer sagt, den anderen weiterleiten und dann hoffen, dass wir dann noch gute Offerten bekommen. Also hier steht im Gesetz explizit Vertraulichkeit sämtlicher Daten und dann dürfen wir nicht öffentlich öffnen. Wir haben aber zwei Personen, die protokollieren müssen und unterschreiben, also Vier-Augen-Prinzip. Vielleicht gleich die Anschlussfrage an Hans-Peter Thür. Wir haben ja auch im Öffentlichkeitsgesetz die Ausnahme der Geschäftsgeheimnisse, die jetzt erwähnt wurde. Angebote werden nicht nur Preisinformationen, auch technische Informationen, Lösungsansätze, die vielleicht proprietär sind, erhalten. Ich meine, wo ist die Grenze? Gerade hier werden wir sehr viele kommerzielle Anbieterinformationen haben, die eben der Anbieter selber nicht preisgeben will. Wäre das gleich zu werten? Würden Sie das gleich werten wie Marco Fetzen und sagen, nein, da hört der Spaß an? Ja, man muss natürlich schon die Prozesse genau anschauen. Wir haben jetzt vom Verfahren selber gesprochen, vom Beschaffungsverfahren. Und da meine ich, hat das Gesetz, also das BÖB, genügend Bestimmungen, die garantieren, dass eben dieses Hin und Her, wie es Herr Fetz formuliert hat, zwischen Transparenz und Vertraulichkeit, dass das garantiert ist. Die Frage ist, wenn dann dieser Prozess abgeschlossen ist, gibt es eigentlich vom Gesetz her eine klare Angabe, dass die Ausschreibung und der Zuschlag sind immer zu veröffentlichen. Das steht im Gesetz so in Artikel 24. Und was wir feststellen, ist, dass, also das heißt, wenn auch die Rechtsmittelfrist abgelaufen ist, und diese Ausnahme nach Artikel 23 nicht mehr greifen kann, nämlich
dass man überwiegende wirtschaftliche, berechtigte wirtschaftliche Interessen noch dieser Eröffnung der Verfügung entgegenhalten kann, dass derjenige, der vielleicht auch in diesem Prozess in sich überlegt, soll ich ein Rechtsmittel einlegen, nicht in diesem Prozess zu Informationen kommt, die er eigentlich in einem normalen Ablauf nicht hat. Also wenn dieses Rechtsmittelverfahren abgeschlossen ist und damit eigentlich dieses Beschaffungsverfahren beendet ist, dann gibt es keine Ausnahme mehr. Und wir stellen aber fest, dass es Veröffentlichungen gibt, die mit Hinweis auf Artikel 23 Absatz 2 sagen, wir sagen den Preis nicht, wir sagen nicht, wer den Zuschlag bekommen hat. Also da haben wir ein erstes Problem in der Auslegung des Gesetzes selber. Und da ist unsere Meinung ganz klar, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, ist Artikel 24 ohne Einschränkung anzuwenden. Und das heißt, es muss die Ausschreibung und der Zuschlag muss bekannt gegeben werden. Jetzt kommt nach diesem Prozess kommt das BÖG, BGÖ zur Anwendung. Und das BGÖ ist ein Gesetz, das nicht nur dem Konkurrenten Zugang ermöglicht, der vielleicht unterlegen ist, der auf diesem Weg vielleicht zu weiteren Informationen kommen will, sondern dass dieses Gesetz gibt eigentlich jedem Bürger in der Logik des Gesetzes gibt Zugang zu Dokumenten, die Verwaltung in irgendeinem Verfahren produziert hat. Und da stellt sich dann die Frage dieser Ausnahmebestimmungen, wann bekommt ein solcher Gesuchsteller, das kann auch ein Konkurrent sein, weil ein solches Gesuch muss nicht begründet werden, man kann es einfach stellen, aber der Betroffene kann natürlich dann diese Ausnahmebestimmungen, die im Gesetz, im BGÖ vorgesehen sind, kann er geltend machen. Und da ist natürlich in diesem Zusammenhang vor allem das Geschäftsgeheimnis von Interesse. Und jetzt müssen wir dann darüber sprechen, ja, da ist auch eine gewisse kontroverse Diskussion im Gange. Ja, wann ist es ein Geschäftsgeheimnis? Ist ein Geschäftsgeheimnis schon, wenn ich Name und Leistung und Betrag in dieser Kombination bekannt geben muss in einem Dokument, oder ist das noch kein Geschäftsgeheimnis? Da gibt es dann diese im Einzelfall schwierig zu beurteilenden Fragen. Wie präzise ist diese Leistung dann zu beschreiben, ist, wenn sie im Detail beschrieben ist, eben das passiert, was sie befürchtet haben. Also das ist im Einzelfall dann zu prüfen unter dem Gesichtspunkt des Geschäftsgeheimnisses. Da gibt es auch eine Rechtsprechung dazu, eine ausführliche Rechtsprechung. Daran kann man sich orientieren. Vielleicht, wenn wir gleich die Replik, ich würde gerne aus Sicht des Funktionieren und wirksamen Wettbewerbs und da vielleicht noch die individualrechtliche Sicht des Anbieters, dessen Daten auf diese Art dann offengelegt werden. Aus Sicht des Wettbewerbs stimmen Sie zu. Jetzt, ich nehme das von Herrn Jenny auf. Er sagt ja, ist zurückhaltend, darüber publizieren wir alle interessierten Firmen oder nicht. Und auf der anderen Seite haben wir etwa einen Kanton Graubünden, der zumindest im Straßenbaubereich nach Offertöffnung eine Rangliste erstellt über alle Firmen, Rangierung bekannt gibt, inklusive Preise, zu welchen die Firmen eingegeben haben. Das sind diese zwei Punkte. Der Kanton Graubünden sagt ganz klar, die Nummer 4, 5, 6 im Verfahren weiß, sie hat keine Chance oder eine sehr geringe Chance, dass sie den Zuschlag erhält. Das heißt, Planungssicherheit für die Firma ist viel, viel stärker gegeben, als wenn sie nicht wüsste, auf welchem Rang das sie wäre. Auf der anderen Seite, das, was Herr Jenny sagt, wenn 6 Firmen sehen, ob eine Reihenfolge eingehalten wurde, die wir zuvor abgemacht haben, wenn ich mit den Podiumsteilnehmern
ein Kartell bilde und ich sehe dann, Fetz hat als Zweiter eingegeben, Tür als Dritter, ich als Vierter, Reihenfolge eingehalten, dann habe ich eine Kontrolle über das Kartell. Und jetzt ist wirklich die offene Frage, was ist wie zu werten? Und meines Erachtens gibt es dazu keine Erfahrung. Und das wäre es wert, etwas weiter zu ersuchen und die Erfahrungen von Beschaffungsstellen zu sammeln. Man muss vielleicht zur Ehrenrettung auch der Bündner sagen, Sie, Marco, Sie führen dort keine, mindestens nominell keine Verhandlungen durch. Und daher hat es natürlich eine andere Bedeutung. Im Bund, wo man auch Preise durchaus verhandelt, wird man nie das so machen wollen, weil dann macht man die Verhandlungen sehr schwierig oder so, der erste noch verhandeln. Was ist deine Gedanken, Astrid, wenn man nach abgelaufener Beschwerdefrist, 20 Tage sind um, dann kommt ein Auskunftsbegehren an den EDÖP und dann wird man die Offerte der T-Systems in Prosa, nur in Prosa natürlich, da nicht gerade alles, aber in Prosa, dem anonymen Auskunftssuchenden zur Verfügung stellen. Wie reagiert da deine Firma? Ja, also meine Firma, die rollt die Zehennägel nach oben, beziehungsweise, also mir jetzt gerade der Strotz die Nackenhaare, also sicherlich im Bereich, so wie Sie es vorhin nannten, der Name und auch der Preis ist sicherlich eine Information, die ich jetzt aus unserer Situation nicht als schützenswert empfinden würde, vor dem Hintergrund, weil dieser Preis ja auch eine Lösung beschreibt, die sehr, sehr subjektiv ist und deshalb auch nicht vergleichbar ist. Von daher ist in der Information kein Wissen, wo der Wettbewerb etwas anfangen kann. Aber sobald es eben in die Prosa geht und in die Lösung, die wir angeboten haben, wird es natürlich dann sehr, sehr speziell und wäre eine Information, die aus unserer Sicht in keinster Weise in den Markt kommen darf und der Geheimhaltung unbedingt noch anheimfallen sollte. Vielen Dank. Vielleicht noch ein Thema, bevor wir gerne mal ins Publikum gehen möchten. Herr Wisso, wir haben gehört von Professor Jeni, der Erfolg, der relative Erfolg, vielleicht könnte auch Frank Stüss etwas dazu sagen, von Kronzeugen, Bonusregelungen im Wettbewerbsrecht. In der Korruptionsbekämpfung wird man nicht auf Kronzeugen, mehr auf Whistleblower abstellen. Dort haben wir keine eigentliche Kronzeugenregelung wie im Kartellrecht. Wie ist Ihre Erfahrung mit Whistleblowing und Korruptionsbekämpfung in der Verwaltung? Ja, danke. Ich glaube, wir sprechen von Transparenz. Und das Problem mit Korruption ist, dass die Information finden Sie nicht in der Bundesverwaltung. Sie finden es nicht bei der Beschaffungsstelle. Die Information finden Sie eben bei den korrupten Personen in seinem privaten Sphäre, sehr geschützt, zu Recht. Und bei den Lieferanten, und dazu haben wir auch keinen Zugang. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass diese Vorteile, die man geben kann an eine korrupte Person, die erfolgen auch auf jede Stufe des Verfahrens. Das kann auch sein, einfach den Preis, sodass er defekte Ware im Lieferung akzeptiert hat. Und einfach, man wusste schon, der Preis stimmt, die Leistung stimmt, einfach die Ware ist defekt geliefert oder entspricht eine frühere Version, also IT-mäßig. Und das merkt nur jemand bei der Lieferung. Also das ist schwierig, das zu finden. Und da gibt es tatsächlich Leute, die Zeugen sind, im Privatbereich, und die haben diese Information, die beobachten das zum Beispiel bei den Lieferanten. Es gibt bei Lieferanten Leute, die sagen, ja, es ist nicht korrekt, was wir machen, es ist ein Reputationsrisiko für unsere Firma, da müssen wir etwas machen, wir können das nicht tolerieren. Und ich glaube, diese Informationen sind wertvoll und ich bin sehr froh, dass wir bei Bund ein wirksames System haben mit diesem Bundespersonalgesetz, dass die Finanzkontrolle diese Whistleblowers empfangen kann. Und da bin ich auch froh, es betrifft auch die zivile Gesellschaft und nicht nur die Angestellte des Bundes. Das heißt, jede Person kann sich zur Finanzkontrolle melden, auch anonym, um solche korruptes Verhalten zu melden. Wir sind eigentlich immer interessiert, das ist ein wichtiger Hinweis. Und wie gesagt, das ist manchmal die einzige Möglichkeit, um zu solchen Delikten zu kommen. Wie genau schützen Sie die Whistleblower? Also gibt es ein Zeugenschutzprogramm?
Ich habe kein Zeugenschutzprogramm, aber wir haben sehr gute Kontakte mit der Bundesanwaltschaft und die Bundesanwaltschaft hat uns versprochen, dass sie werden unsere Quelle nicht suchen und wir schützen unsere Quelle. Ja. Vielleicht doch, würde mich doch interessieren, Marco, das Thema Befangenheit, Ausstand, Unabhängigkeit, Interessenkollision ist ein sehr großes Thema. Wir haben beide zur Kenntnis genommen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Schraube, eine Schwalbe macht keinen Frühling, aber die Schraube anzudrehen scheint. Wie geht ihr mit diesem Thema um, im Zusammenhang mit der Korruptionsbekämpfung? Was habt ihr für Vorkehrmechanismen, um das dem vorzubeugen? Also, wenn das eine ist Ausstand, das andere Vorbefassung. Wo die Frage wahrscheinlich hinzielt, ist auf den Ausstand, dass wenn eine Person in der Beschaffungsstelle ein gewisses Interesse hat in Bezug auf den Entscheid, dass wer den Zuschlag erhält. Und da ist eigentlich wirklich Null Toleranz. Wenn hier gewisse Interessenkonflikte bestehen, dann muss die aus dem Verfahren raus. Und um das herauszufinden und zu gewährleisten, gibt es erstens eine Sensibilisierung vorher. Also jede Person, die mit einem Projekt zu tun hat, muss das auch schriftlich bestätigen zuhanden des Dossiers, dass er keinen Bezug hat zu allfälligen, also keine Interessenkonflikte vorweist. Und nachher auch, wenn in einem Verfahren das herausgefunden wird, wenn wir es später herausfinden, also wenn halt später bei der Offertöffnung rauskommt, da ist eine Offerte drin von jemandem, den man kennt, wird diese Person aus dem Verfahren rausgezogen. Okay. Vielen Dank. Ich möchte gerne auch Fragen aus dem Publikum, sicher brennt Sie das eine oder andere, Sie direkt die Referenten, Journalisten fragen können, wer bricht das Eis? Wir haben noch 10 Minuten, von dem her bleibt nicht mehr viel Zeit für die Fragen. Dominik Burkhardt, ich bin von der Firma Plan Consult. Es ist eigentlich schon sehr angesprochen worden, aber gleich vielleicht nochmal die Frage. Es gibt das eine, wo man von sich aus publiziert, also wo man sagt, das geben wir raus. Und dann gibt es das, was der Herr Thür vor allem angesprochen hat, mit Auskunftsrecht, also was Dokumente sind, die erarbeitet werden. Jetzt können Sie sagen, wo da vielleicht Grenzen sind oder was die aktuelle Praxis ist, also wie weit kann das gehen? Die Frage ist an Herrn Thür gerichtet. Ja, wir haben im Bereich des Beschaffungswesens haben wir noch nicht sehr viele Fälle beurteilen müssen. Wir haben gegenwärtig etwa 2 oder 3 Gesuche konkret, die wir behandeln, von denen ich natürlich keine Details sagen kann. Aber ich kann Sie darauf hinweisen, dass die Hauptdiskussion wird sich jeweils um die Frage drehen, ist vorliegend mit diesem Dokument ein Geschäftsgeheimnis tangiert, ja oder nein. Und so wie Sie das vorhin formuliert haben, wenn natürlich Details aus diesem Beschaffungsverfahren über das Verfahren, das diese Leistung kommuniziert wird, dann stellt sich diese Frage natürlich sehr schnell. Wenn diese Leistung so beschrieben wird, wie sie nach Gesetz sowieso publiziert werden muss, nach ÖB, dann ist das eine Information, die sowieso schon nach Artikel 24 dieses Gesetzes öffentlich gemacht werden musste. Aber eben, wie gesagt, im Einzelfall ist das heikel abzuklären. Und auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir einfach ein Dokument per se als dem Geschäftsgeheimnis unterliegend qualifizieren, sondern genau jene Passagen, jene Punkte, die als solches, als Geschäftsgeheimnis dann auch zu bewerten sind. Ich habe darauf hingewiesen, dass es eine Diskussion darüber gibt, was ein Geschäftsgeheimnis ist. Es gibt eine Meinung, die sagt bereits, wir haben solche Gesuche, bereits die Zusammenstellung von Leistung, Name und Betrag der Leistungen sei ein Geschäftsgeheimnis. Da
Das kann es unter gewissen Umständen sein, aber in dieser apodiktischen Weise würden wir das nie so sehen. Aber wie gesagt, wir haben noch keinen Fall, der genau diesen Aspekt klärt. Entscheidungsreif, schon gar nicht vor dem Bundesverwaltungsgericht entschieden. Vielen Dank. Haben wir noch eine Frage? Ja, die Dame, vielleicht sagen Sie kurz Ihren Namen. Fünfte Reihe, ganz beim Fenster, bitte. Mein Name ist Nordan Arang, ich bin Leiterin von IT Procurement und Portfolio an der ETH Zürich. Im Bereich IT, wir sind vermehrt mit einem Problem konfrontiert, vor allem mit Softwarefirmen, die sowieso eine Monopolstellung haben. Sie drücken aber auch an der anderen Seite immer wieder an sogenannte schweizerische Preise. Das heißt, man wird fast bestraft, dass man in einem kleinen Land lebt, wo nicht so viel Abnehmer für irgendein Produkt gibt. Man weiß es, dass zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, gibt es Preise weniger als halb so viel für genau das gleiche Produkt. Und ist man hier gebunden an diese Grenzen, weil wir in der Schweiz sind, sind wir einfach gezwungen, solche Preise zu bezahlen für wirklich genau die gleiche Sache. Jetzt, das ist eine Frage an Herrn Stussi. Wie ist das zu regeln? Wie weit können die Beschaffungsstellen, öffentliche Beschaffungsstellen zum Beispiel, eben über die Grenze gehen vor solchen Beschaffungen? Das ist eine Frage, wo ich gehofft habe, dass sie nicht gestellt wird. jetzt mal kartellrechtlich, wie sieht die Sache aus? Dann, wenn es auf eine Abrede zurückzuführen ist, beispielsweise zwischen einer deutschen Firma und einem schweizerischen Händler, das zu schweizerischen Konditionen verkauft werden muss, kann das eine Absprache darstellen, die unzulässig ist. Kommt etwas darauf an, wie viele Ausweichmöglichkeiten haben Sie, also wenn Sie keine haben, bei Softwarefirmen allenfalls, dann wird es umso problematischer. Aber wenn Sie 10 verschiedene Anbieter haben, Sie können ohne Probleme ausweichen, ein vergleichbares Produkt zu besseren Konditionen einkaufen, dann würde die Wettbewerbskommission sagen, okay, weichen Sie aus. Ob die Beschaffungsstellen die Möglichkeit haben, ins Ausland auszuweichen, müsstest du beantworten? Du verneinst. Das weiß ich selber auch, wenn wir keine Offerten bekommen. Wie sollen wir ausweichen? Ja, weil zum Beispiel die Firmen in Deutschland, sie haben auch solche Absprachen, zum Beispiel mit Firma X in Amerika, sie werden die Schweizer Kunden einfach nicht bedienen. So. Und an der anderen Seite wird es einiges diktiert, und das ist nicht nur Preis, sondern auch unter welche Vertragsbedingungen wir arbeiten müssen, wird voll diktiert einfach. Oder über welchen Händler, ob in die Schweiz geliefert wird, über wen, ja. Genau. Das ist nicht unproblematisch, muss ich aber auch bewusst sein, wenn eine Firma keinen Sitz in der Schweiz hat, dann genügt das schweizerische Recht in der Regel nicht, um gegen eine Firma in Deutschland, Frankreich oder gar in den USA zu verfügen. Wenn Sie in den USA anklopfen und gerne ein Verfahren führen möchten, werden Sie sie allenfalls nicht anlächeln und damit hat es sich. Also dort wären auch die schweizerische Behörde die Hände gebunden. Aber wenn es wirklich einen schweizerischen Sitz auch gibt, nochmal die Frage bitte. Wenn die Firma auch eine schweizerische Niederlassung hat? Dann wenn sie einen Sitz in der Schweiz hat, dann gibt es die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Okay. Wenn es ein Problem darstellt. An sich nicht, man müssen sie ausländische Anbieter genauso zulassen, wenn es GPA-Staaten sind, zu ihren Ausschreibungen. Das wäre wahrscheinlich die Antwort. Und Preisdifferenzierungen sind an sich ökonomisch effizient, da können wir nicht viel dazu sagen. Ich merke aber, wer fehlt heute am Tisch, das ist die Politik. Die Politik fehlt, weil das Problem ist vielleicht weniger im Beschaffungsrecht als bei den nicht-tarifären Handelshemmnissen, ob die arbeitsrechtlich, arbeitsschutzrechtlich, technischer oder anderer Natur sein. Dort sind die Grenzen für die Leistungsbeschaffung aus dem Ausland, nicht so sehr im Beschaffungs- und im Wettbewerbsrecht.